Hallo, willkommen zurück auf meinem Kanal. In den letzten Wochen oder vielleicht sogar Monaten habe ich keine Videos mit meinem orangen Maluch aufgenommen. Und sofern ihr bisher noch keine Videos auf meinem Kanal geschaut habt, möchte ich die Situation kurz erklären. Über den Sommer 2020 hinweg habe ich das Auto nach Polen transportieren lassen, um einige Reparaturarbeiten durchführen zu lassen. Jetzt keine größeren Reparaturen, aber dennoch ein paar kleinere. Und das Auto kam schlussendlich im Oktober zurück, allerdings mit mehr Problemen und Schäden, als ich es nach Polen gesendet habe. Das war verständlicherweise sehr, sehr frustrierend und ich habe dazu auch ein eigenes Reaktionsvideo aufgenommen, das ihr natürlich hier im Banner am Eck anklicken könnt. In den letzten Jahren habe ich dauerhaft Probleme mit dem Anlasser des Fahrzeuges gehabt und während der letzten 2 bis 3 Jahre habe ich diesen sicherlich 5 bis 6 Mal irgendwie wechseln müssen. Das ist sehr frustrierend, vor allem wenn man bedenkt, dass mein grüner Maluch, den ich jetzt seit gut 6 Jahren besitze, damit noch nie irgendwelche Probleme gehabt hat. Natürlich habe ich den Anlasser während der Reparaturarbeiten in Polen überholen lassen und wieder einbauen lassen. Dieser hat auch einige Monate funktioniert, aber dann schlussendlich doch den Geist aufgegeben. Glücklicherweise habe ich einige Ersatzstarter-Anlasser in meinem Keller gehabt, die ich dann gewechselt habe, mit unterschiedlichen Resultaten. Und im Endeffekt funktioniert das Auto momentan nicht auf Anhieb. Wenn ich das Auto eben bewegen möchte, ist das ein sehr, sehr aufwendiger Prozess. Ich muss das Auto mit dem Wagenheber hochheben, mit einem Hammer oder mit einer Eisenstange gegen den Anlasser kurz hauen und dann startet das Auto. Das ist natürlich gut, keine Dauerlösung und ich kann mit dem Auto fahren, ganz normal fahren. Sobald das Auto jedoch Temperatur erreicht hat und ich es ausschalte, startet es nicht mehr erneut. Das bedeutet, ich muss warten, bis das Auto abkühlt und den gesamten Prozess nochmals starten. Das ist klarerweise aufwendig und nicht in meinem Interesse. Und ich möchte euch kurz einen kurzen Clip zeigen, wie das so vonstatten geht. So, hier sieht man den Anlasser und den Magnetschalter. Jetzt nehme ich hier das Eisengestänge und hau da einfach mal so ein paar Mal drauf auf den Magnetschalter und das hat jetzt die letzten paar Male gereicht und jetzt sollte das Auto theoretisch wieder anstarten. Also lasst uns das mal tun. Wie man sieht, ist das ein etwas aufwendiger Prozess, wie schon erwähnt. Und in der Zwischenzeit habe ich jetzt einen neuen Anlasser wieder bestellt, der in den kommenden Tagen kommen sollte. Nachdem ich da hier schon bereits Erfahrung damit habe, werde ich auch dieses Mal diesen selbst wechseln. Das Schwierigste an dem Ganzen ist, wenn man eben keine Hebebühne oder einen Autolift hat, das Ganze unter einem Wagenheber durchzuführen. Und da ich hier sehr, sehr wenig Platz unter dem Auto habe, ist natürlich die Positionierung des Anlassers sehr kompliziert. Aber wie gesagt, das habe ich schon einige Male erfolgreich durchgeführt. Daher denke ich, dass es auch dieses Mal funktionieren wird. Ich hoffe tatsächlich, dass es nur eben ein Problem mit dem Anlasser ist. Alternativ habe ich auch schon ein neues Batteriekabel gekauft. Eventuell bekommt ja der Anlasser zu wenig Strom und dreht deshalb nur in bestimmten Situationen. Aber das wird sich dann zeigen. Ich habe auch die Verkabelung beim Anlasser etwas ausgebessert, da diese schon in die Jahre gekommen ist. Aber es bleibt hier nur abzuwarten, was hier tatsächlich das Problem ist. Ich hoffe natürlich, dass es mit dem Einbau des neuen Anlassers dann funktioniert und ich jederzeit wieder mit dem Auto ausfahren kann, wenn ich will. Aber klarerweise werde ich euch immer aktuell auf dem neuesten Stand halten. Für dieses Video war es das jetzt. Wenn euch das Video gefallen hat, bitte um den Like-Button, schreibt einen Kommentar dazu, teilt das Video mit allen, die sich hier insbesondere für Maluchs interessieren und ich sehe euch beim nächsten Video. Tschüss!